Moin moin Leute und willkommen zu einem etwas anderen Let's Play, diesmal auch mit anderen Leuten, es wird wieder ein Together sein. Und wie ihr seht, sind wir in-game bei Borderlands, heißt das Spiel. Das ist so eine Art Shooter in mehr oder weniger Comic-Grafik, wo man sich auch hochleveln kann, verschiedene Charakterklassen hat und uns labert gerade so eine kleine Blechbüchse zu. Sagt mal Hallo hier, Hallo. Hallo. Das sind, Flo und Rico. Nicht, dass ihr euch wundert, wie die heißen oder wer auch immer die sind. Die sind auch nicht unbedingt auf YouTube aktiv. Flo hat einen Channel, kann ich auch noch reinschreiben in die Beschreibung hier im Video. Und ja, wir zocken jetzt einfach mal Borderlands drauf los. Unter anderem vielleicht auch, um ein bisschen zu feiern, dass ich ja jetzt längere Videos als 15 Minuten hochladen kann, wird man hier dann auch vielleicht längere Parts sehen bei Borderlands. Ihr installiert halt gerade mein HUD. Da sind sie! Yay! Schwammchan, das ist Flo und der Typ da, der Cyrox, lol, das ist Rico. Ja, ja. Tolle Namen. Ihr wollt nicht wissen, wie ich heiße. Ich Johann, sag's euch lieber nicht. Ja, Darkhold Slayer 12. Das ist mir peinlich, aber egal. Also, wir laufen hier ganz normal durch die Gegend mit WASD. Und, auch wenn ihr die Story jetzt gar nicht mitbekommt, die Story ist, totaler Müll. Das heißt, was eigentlich cool ist hier, ist das Hochleveln und Talentbäume skillen, also das kann man hier alles auch machen, werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Zum ersten Mal auf den Gambling-Schalter hier drücken, können wir unsere Farbe aussuchen und so weiter. Ich bin ein ziemlich hässlicher Sniper. Dann seht ihr hier Rico, der spielt eine Sirene, der wird wahrscheinlich sehr viel mit Elementen kämpfen, also er kann seine Gegner anzünden, elektrisieren und so einen Scheiß machen. Und Flo ist der Fettsack hier, der kann zum Berserker werden und alles vermöbeln. Aber richtig. Mehr kann er nicht. Ey, das ist genug, das ist genug. Mehr muss ich gar nicht können. Und so wie es aussieht, leben wir auf dem Mond, also du kannst ziemlich hochhüpfen. Schwerkraft ist hier ein Fremdwort. Oh ja. Wir sind auf Pandora. Hallo, hallo, hallo. Genau. Stimmt, der Planet heißt, glaube ich, Pandora. Ich würde der Mann vom Anfang sagen, das ist Pandoras Büchse. Alter. Ja, und ja. Die Spasten da vorne müssen mal, so wie es aussieht, umhauen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, wenn ich den jetzt abknalle, also verschwende ich mal lieber keine Muni. Na, die kommen gleich. Gleich geht's drauf und dann können wir loslegen. Okay. Spoiler, Spoiler. Wenn der Roboter hier mal irgendwie... Genau, Spoiler. Sich das anhört, wenn du die ganze Zeit rumhüpfst, hör mal auf damit. Wer, ich? Ja, du. Das macht dich doch an. Wie so ein Mongo. So. Ist mir voll vor den Schuss gelaufen. Ich glaube, Team Attack geht eh nicht. Nee, nee. Muss ich hier aus dem Zoom rausgehen, wenn ich die treffen will? Nö. Das ist halt so, die Steuerung ist, glaube ich, soweit ich weiß. Am Anfang ist es relativ schwer mit der Sniper zu aimen, weil du einfach noch gar keine Stabilisierungsskills hast und das übelst wackelt. Das ist gar nicht das Problem im Moment. Ich hab sie ja im Ziel und wenn ich dann schieße, ich schau mir hier ins Klo rein. Lecker, lecker, scheiße. Lol. Nett. Ja, wie gesagt, das Problem ist, beim Schuss verziehen die Waffen richtig abartig am Anfang. Ja. Aber beim Sniper kommt vielleicht noch dazu, dass es hier eine Server-Latenz gibt, aber... Ah, mein erster Treffer. Ihr seht, wenn man trifft, dann kommt auch Schaden. Das heißt, wenn ich nicht treffe, werdet ihr das alle glorreich miterleben, wie ich fail. Also gerade die blaue... Okay, okay. Ganz gut. Brauchst du diese... Was ist das für eine Muni? Ninja hätte die Waffen, Mann. Naja, Wayne, ich hab meinen Sniper, ich brauch keine scheiß Muni, die da rumliegt. V, um deinen Nahkampf rauszuführen. Okay. Irgendwie. Ich mach mal mit. Das zieht sich immer so schön. Ja. Wir können das Tor auch direkt aufmachen, aber nee, nee. Warum dann auch? Weiß nicht, wie. Ja, ihr könnt uns direkt sagen, dass wir hier hinten durch sollen. Dauert ja nicht unbedingt viel länger. Weit hast du ungefähr gespielt schon? Ich? Ja. Noch nicht so lange. Ungefähr so weit wie wir vorher unseren Testspiel gemacht haben. Okay. Okay, ja gut. Und so weiter kenne ich es auch nicht. Ich hab ihn getroffen. Ich werde, denke ich mal, relativ oft sterben, weil ich vor die muss. Jo. Ich hab keine Danke Pistole, ey! Ich kann nur hier so... Ach ja, wenn man stirbt, ihr seht's, man stirbt hier relativ leicht, dann muss man einfach nur einen Gegner töten, dann lebt man wieder. Oder ein Freund kann einen wiederbeleben. Boah, ich brauche eine andere Waffe, ich kann gar nicht mal zu einer Pistole switchen. Ich treff die aus der Distanz. Ne? Habt ihr zufällig einer von euch zwei Pistolen? Ja, Rico hat's ja gesagt. Mehrere. Gott. Schäm dich. Irgendwie... Tut gerne aus. Ich spiele 5 Minuten. Keine Munition, na das freut mich. 5 Minuten gespielt und bin schon dreimal gestorben, also so fängt das echt gut an.
Du hast es drauf, Junge. Ob ich jetzt Sirene spiele oder Berserker, das ist sowas von egal. Ich schau jetzt mal im Briefkasten, vielleicht sind da Muni für meine Pistole drin. Jetzt ist alles aus. Diese hey, 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 guck mal her, Tom, guck mal hier. Guck mal hier hin, Tom, stell dich mal hier. Hier, hier, stell dich mal dahin. Ey, ey, ey. Das hat mir aber keinen Schaden gebracht. Der Doktor ist da, annehmen. Das klingt ja ein bisschen, naja. Muss man ja jetzt nicht drauf näher ein. Oder doch? Ah, wer weiß. Der könnte auch schneller aufmachen, oder? Das geht doch auch. Jojo. Na, es kommt. Eieiei. Der Doktor. Doktor sind... Der nichts mit Dr. Nett zu tun hat. Genau, eine grundlegende Person. Danke fürs Aufmachen. Wir sollten doch jetzt dann irgendwie gleich so ein Ding kaufen vom Automaten. Jo, erstmal hier die Viecher drin. Du müsstest auch, glaube ich, irgendwie Munition. Ja, genau. Ich hänge euch voll hinterher, weil ihr das Spiel total abrusht. Ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Lauf einfach hinterher. Ja, das ist, denke ich, das Beste. Die ersten Sniper habe ich ja die richtige Jobklasse dafür. Ersten Quest noch, ja. Klar habe ich sie schon gemacht, aber irgendwie... Zehnmal langsam. Du spielst doch einen Jäger. So, das in der Zeit. Schon wieder nicht getroffen, obwohl ich ihn im Ziel hatte. Das ist voll die Nerven unter die. Du das hat nichts mit Server-Latenz zu tun, zum Übrigen. Ja, bla. Kann ich. Anfangs war das beim Pico auch so, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Also, ja, also wie gesagt, der Trick ist ein bisschen unter die zu zielen, weil du halt extrem hochziehst, wenn du schießt. Bleib mal einer beim Roboter stehen. Ja, ich schieße den generell momentan auf die Brust, nicht auf den Kopf. Ich bin der Roboter, klar. Der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Ja, ja. Oh, Süße. Du möchtest, dass ich dem Roboter helfe? Warte, Wortsuff. Hast du das hinter dir? Mach auf das Ding hier. Noch ist der Roboter witzig und netter, aber warte mal, irgendwann pisst der einen so unglaublich an. Ich glaube, so weit war ich schon. Überall steht er, überall nervt er einen an, überall will der irgendwas von einem. Der gibt einem doch extra Waffen, wenn man ihn rettet, oder? Irgendeiner. Du musst ihn bestimmt das Gefühl der 100 Mal retten, aber. Die trifft man nicht. Schießt daneben. Ja, bei mir ist aber das Ziel drauf. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich lasse euch das einfach mal alles machen hier. Ja, das kommt noch, wenn du ein bisschen geskillt hast, dann geht das noch schneller, denke ich mal. Ich lasse mich von euch ziehen. Sagt mir, wenn ihr irgendwelche Muni braucht, ich kann dir immer noch nicht unterscheiden, welche ich aufheben soll und welche nicht. Kannst einfach eine einsammeln, das ist egal. Das ist... Von Anfangs ist es egal. Okay. Weil später sicherlich auch mal andere Waffen irgendwie tragen, geht das schon. No. Ja, aber ich denke, ich benutze jetzt erstmal die Pistole, bis die Sniper sich anständig lohnt. Ja, bis du was geskillt hast. Wir haben zum Beispiel mal ein DLC gespielt und dann bist du in einer Arena und da hast du am Ende so null Muni und dass du dann irgendwelche Waffen benutzen musst, die du gar nicht mehr, also die du eigentlich gar nicht brauchst. Einfach nutzlos sind, aber einfach nur damit du überhaupt noch Schaden machen kannst, so beschissene Waffen nutzen musst. In einem DLC bin ich auch die ganze Zeit mit der Sniper rumgelaufen, weil nichts anderes übergeblieben ist. Weil das Teil so gigantisch war, irgendwie. Aber wenn die Waffe richtig geil ist, dann lohnt es sich manchmal auch einfach. Ist das Teil eingesammelt? Nee. Ah, gut. Ich hab das Ding genommen. Hallo, wir mitlaufen. Jetzt kriegen wir unser erstes Schiff. Ich werd belagert. Hilfe. Die Pistole lohnt sich echt 10-mal mehr wie die blöde Sniper. Damit triffst du wenigstens. Der vorhin macht ja auch viel mehr Schaden. Ihr müsst. Sniper mache ich einmal 26 alle, was weiß ich. Ihr müsst euch jetzt wahrscheinlich selber nochmal ein Schiff kaufen. Ja, nee, jetzt selber nochmal eins. Weil. Was jetzt für mich gut geschrieben wird und die Quest bei euch damit fertig ist, dass ihr das Teil nicht habt. Ja, darum geht's jetzt hauptsächlich. Ich geb sie noch nicht ab, weil sonst buggt das wieder rum. Sekunde. Das ist auch so ein ganz wichtiges Ding. Wir müssen die Quests immer zusammen machen und auch immer auf dem gleichen Stand sein, weil wenn einer das nicht ist, dann gibt es so Probleme. Da muss es zum Beispiel im Singleplayer gemacht werden oder sowas. Oder er muss einen Lobbyhost machen oder sowas. Die Person, die halt irgendwie die Quest nicht machen konnte. Also einfach so ein Standardschild. Jojo, das ganz normale da mit 50 Schilden passt das. Okay, habe ich. So, das ist jetzt so ein bisschen Crysis oder Halo-like mit der Schild-HP. Die füllt sich automatisch wieder auf, wenn man eine Weile nicht getroffen wurde. Und je höher da die Kapazität ist, glaube ich, oder die Geschwindigkeit ist, desto schneller lädt sich es halt auf. Habt ihr auch gerade keine Waffe in der Hand? Oder anfangs dachte ich immer, es wäre andersrum. Je geringer das ist, desto schneller lädt sich es auf, aber ist hier halt... Stopp mal. Bleib mal stehen. Nee, du hast eine Waffe in der Hand. Stopp, wartet mal.
Ich hab einen Fehler gemacht. Ja, ich glaube, das Ich hab aus Versehen meine Waffen verkauft. Das wollte ich gerade nachfragen, ob das der Fehler war. Bin ich eigentlich rosa bei dir? Wo? Das ist ein lilanes. Ich will rosa sein. Nicht einfach Edward. Bin ich rosa? Dann bist du rot. Ganz rosa, du bist lila. Nee, das ist so ein purpurrot oder so. Ich mach mir auch mal die Farbe, die hat Stil. Ich bin black and white. So, jetzt bin ich auch hier. Du musst schwarzen Kopf machen, Alter, dann ist das ein SM-Helm vom Feinsten. Ich bin wie so ein Typ von den Village People. Warte, er macht das schon schwarz. Ja, dann ist aber auch, Ich hab das Ding jetzt auch komplett schwarz, also. Ja, das ist kacke. Die Kopffarbe ist auch gleichzeitig die Brustfarbe. Naja, Wayne. Ja. Power Ranger. Also wirklich individuell. Ich bin so ein Power Ranger. Was? Ah, genau, lauf mal vor. Das ist wirklich aus dem Power Ranger, Mann. Wer? Du. Echt? Welcher? Der Rote? Ja, wer der Rote? Ja, Mann! Wer der Rote, wie hieß der noch? Nee, der Blaue. Tommy hieß der doch, glaube ich, ja? Oder war das der Silberne? Ich spiel gar nicht mehr Deutsch, das ist schon zu lange her. Ist der so? Keine Ahnung. Ja, Mann, es gab einen Tommy und es gab einen... Der war der Grüne, der Silberne oder der Rote? Es gab doch mehrere Teile, wo es verschiedene... Wie mich ihr hinter euch lasst. Wo bist denn du? Da nicht die ganze Viecher umhauen. Nee, du sollst ja nicht da hinten die kaputt machen. Nee, die Banditen. Brauchst du gar nicht. Ja, ich hab getroffen. Und wenn da Fässer sind, immer schön auf die Fässer ballern. Okay. Es gibt immer schön, wenn was dran steht, extra damit. Ninja! Irgendwie ist das totaler Müll, der Sniper. Ja, das kommt noch. Ah, da kommen richtig geile. Ich renn da jetzt einfach hin und mach ich meine V-Attacke hier. Ich hab den gerade mit meiner Shotgun. Mini-Sniper! Damit er da mit seiner Machete um den herumrennt. Du machst damit kein Damage! Doch! Bring ihn um! Wieso sind wir Level Up und Tom noch nicht? Ja, weil du doch mit Kills, also wenn du einen killst, doch mehr EP kriegst. Ach ja, stimmt, geringfügig mehr! Ja, also wie wenn du einfach nur dabei stehst und EP kriegst. Warte mal. Ich hab ne Repeater, wenn du die willst. Ich hab dir doch eine Pistole gegeben. Ich hab nur so eine Gammelpistole hier. Ja, nee, komm. Ah, nee, jetzt wird die Shotty. Nimm mal hier das Teil. Ich hab die gegengeworfen, ne? Okay. Das vielleicht ist ja, die ist eindeutig besser. Warte mal. Wie war das mit Tab? Jo, Tab und dann musst du halt gucken, wie du ins Inventar halt klicken, irgendwie oben. Du wie ist das später? Okay, man geht in den Elementarbaum, gell? Als erstes. Kannst du machen, wie du willst. Um zum Phoenix zu kommen, oder? Ja, die ist um einiges besser, danke. Ja, nichts zu sagen. Musst du halt gucken. Das eine ist halt, da machst du halt, glaub, eine Explosion. Noch irgendwie zusätzlich zu deiner, zu deinem Facebook. Ich hab keinen Plan. Ja, irgendwie, wenn du aus deinem Facebook rauskommst, wirst du zum Phoenix oder sowas. Den Char nicht vor mir. So weit war ich aber auch noch nie. Na doch. Ich war noch nie auf dem Endskill von irgendeinem Charakter oder so. Das Geile ist ja wirklich irgendwie, deswegen ich ja so die Tankrolle übernehmen muss. Das ist wirklich, dass ich mich heile, wenn ich irgendwie in diesen Psychopathen-Modus gehe. Dann schreit er die ganze Zeit rum, das stimmt ja. Ohne Witz, wenn ich Level 5 bin, dann mach ich das mal, da schreit der da rum, als ob den dann am Abschlachten wäre. Ich hab nur so. Ich glaube, ich hab so einen komischen Falken, den ich auf den Gegner schicken kann, der fast nichts bringt. Ach. Sind wir den TK-Bacher aufsuchen. No, und ich denke mal, bei der ersten Killquest werden wir auf Level 5 sein, wahrscheinlich schon. Das ist wie gesagt, die Mobs sind ja stärker, droppen bessere Sachen. Ob es jetzt auf die XP auswirkt, weiß ich gar nicht. Ich denke, man müsste soweit. Ich denke mal, doch. Nee, ich denke mal, weil, guck mal, wenn du schneller levelst, ist es doch total. Also, dann wird's ja einfacher auch. Okay. Ja, wobei man muss sagen, das Spiel passt sich regelmäßig deinem Level an, ne? Ja, was DLCs angeht, sehr stark, aber hier jetzt eher weniger. Ja gut, aber wenn du mit Level 40 in den... Also man kann das Spiel ja zweimal durchspielen. Wenn du da mit Level 40 oder 50 reingehst, passt sich das an. Du, der sieht so scheiße aus. Ich kann ihn ja sowas von nicht leiden mit seinem Pflaster am Kopf und überall. Ach Gott, ich hasse den Typ so. Wie kann überhaupt seine Brille da halten? Das ist doch ab, das Band an der Seite, oder? Nee, das ist mit Tesafilm so getaped. Ach nee, das ist hintenrum nochmal. Ach so, das ist mir so Vorräte sammeln. Ach nee, Alter. Das sind so, das könnte unter Umständen sein, dass jetzt irgendwelche zu starken Viecher sind. Das hat gerade rumgebackt. Kommt düstere Erinnerungen hoch. Erinnerungen an was? Naja, wir spielen das Spiel ja auch noch zu zweit. Was halt, denke ich mal, hier und schön sehen kann, ist halt die grünen Sachen, die immer so schön leuchten, sind zu 90% Quest-Items. Also eigentlich immer zu 100%, keine Ahnung. Und als wir das zweite Mal hier hingegangen sind, waren die einfach so abartig stark, dass wir uns einfach hier durchgestorben haben und am Ende nur noch durchgerannt sind. Ey, ich mach so übelst Melee-Schaden, das ist krank.
Also wie das ganz schlau gemacht haben? Mit der Waffe hier schon doppelt so viel. Was, wo, wie, wann? Achso. Ja, wie vorher. Vorher habe ich nur 8 mit jedem Treffer gemacht, jetzt mache ich schon 14. Kann das sein, dass du Level up hattest, dass das deswegen so ist? Ja. Ja, das kommt dazu, aber die Waffe hier ist auch viel besser. Wo liegt denn das letzte Teil? Hier. Boah, ey, ey. Ah. Immer schön das Geld ansagen. Dann läuft er auf mich zu, plötzlich bist du vor mir und kaum bist du wieder weg, steht das Ding direkt vor mir. Du wirst das wie in South Park machen, wo wir drauf schießen müssen, wir schreien, es kommt direkt auf uns zu. Ihr seid immer 100 Meter vor mir. Mit der Sirene war das praktischer, als wir Testrun gemacht haben. Da konnte ich immer meinen Speed-Modus anmachen und euch hinterher sprinten. Glaub mir, ich hab mich da so schon drüber aufgeregt, wenn der jedes Mal, wie 100 Kilometer vor mir steht, an dem Mobs vorbei rusht. Und ich hinter dem Herd dackeln muss und irgendwie voll auf die Fresse krieg. Oh Mann. Ihr kommt, hat auch Vorteile gehabt. Natürlich. Wir haben damit irgendwie. Ich schieße nur aufs Keck. Granaten kaufen. Die große Jungs. Gut gemacht. Die habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Meine Filiale in Firestone. Meine Mutter. Ach, meine Mutter glaubt, ich kann sie nicht holen. Was? Das sind wieder so blöde Skags. Den mache ich schon 21. Das ist das Nervige jetzt, dass halt, wenn du das Level, wenn du ja das erste Mal durchgespielt hast mit Level 30, hier stehst, sind die immer nur Level 1. Das ist halt, und die spawnen auch wirklich die ganze Zeit. Die nerven dich auch so lange an, bis du wirklich, sie tötest halt, oder weggehst. Halt nicht wie in WoW, dass die Mobs sich irgendwann nicht mehr angreifen, sondern greifen dich halt trotzdem noch an. Die musst du nicht, halt nicht, wer den dickeren hat. Die müssen wir, glaube ich, gleich kaputt machen. Okay, aber EP ist ganz wichtig. Ich treffe die nicht mehr aus der Distanz. Hui! Kauft ihr auch noch, Granaten, ja? Nee, das ist ich kann schon abliefern, die Quest. Ja, nee, kauft ihr aber. Ja, können kannst du schon, aber kauft ihr trotzdem. Jo, klar, so im Notfall irgendwie mal um dich schmeißen kriegst du. Da gibt's später so Upgrades, dass zum Beispiel da aus deiner Granate 10 Granaten rauskommen und die dann rumfliegen und dich hochheilen und so ein Scheiß alles. Das ist halt extrem nützlich. Da kann man sich halt auch absprechen, wer wie welche Granaten nimmt. Okay. Gerade wenn ich vorrenne und sowas. Optionen könnte ich mal kaufen, ja. Waffenladen gibt's auch scheiße momentan nur. Ich bin viel kleiner als du. Ja, schau dir das mal an. Ich bin ja um 2 Meter, Mann. Ich bin voll der Krüppel. Wie ein Power Ranger. In der Ledermaske. Warte mal ab, wenn ich da ja meine Morph Power bekomme. Warum hast du eine Maske an? Liegt hier Stroh. Warum liegt hier Stroh? Piep! Alter. Go, go, Power Rangers. Hi, wie war das mit Cold Mirror's Lied? Pussies are in danger. Kenn ich schon. Mau, 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 mau. Genau, dann kamen die ganzen Katzen. Ach doch, das kenn ich doch. Oh, jetzt müssen wir einen Nightpost machen. Jetzt geht's ab hier. Der erste Boss. Der erste Boss hier. Ich bin natürlich Level 4. Das Geile ist, du musst gleich mal, wenn der Boss kommt, auf seinen rechten Nippel achten. Der hat da ein Piercing und das bewegt sich über den ganzen Körper. Schick. Das ist ja. Okay. Mal schauen. Das ist die Abome kloppen jetzt. Gib mir P. Slip A. Level up. Boah, krass. Ja, du sagst es. Schon wieder. Die Idiotenviecher. Bist du denn? Natürlich immer mich an, weil ich der Letzte bin. Dann kill nicht Level 1er Mobs oder 2er Mobs. Ja, der Vorteil ist, wenn du vorrennst, sondern durch so ein Gate gehst, damit wir in ein neues Gebiet kommen, dann werden die alle mitgeportet. Ja genau, das hab ich auch früher mal gemacht. Bin ich aber auch durchgerusht und hab auf alles, ja, ignoriert, aber mal schön los mit. Und dann, wie ich verreckt bin, hab ich angefangen rumzuflamen. Dass er schuld dran ist. Und wir können hinten die Viecher umkloppen und dann kriegen alle für ihn auch EP. Genau. Das ist praktisch. Alter, ich will mal eine Sniper bekommen! Nicht mein Scheißding. Der droppt jetzt, glaube ich, wieder irgendwie. Der droppt immer dieselbe Pistole, eine Feuerpistole. Schön für die Sirene. Ja, die kannst du dann haben. Ey, das ist voll der Witz, meine Sniper macht weniger Schaden wie die Repeater-Pistole, die ich habe. Wenn du damit triffst. Die macht ja selbst wenn. Ups, braucht ihr die? Nö. Das ist bei mir Reflex, ich muss alles hinterlooten. Nö, no, man merkt's. Das habe ich aus Terraria noch drin. Warum? Da tue ich immer alles mir schnorren. Richtig so. Bin ich der Egoist. Den wenigsten Aufwand für die meiste Beute. So muss das. Mensch, lass mal hier weiterlaufen, die spawnen die ganze Zeit. Das nervt an. Geben aber gut EP, das ist das Allerwichtigste. Ist egal! Bring mal Bosch! Gibt mehr. Na dann.
Ich denke mal, irgendwie, ich kann glaube auf Raketenwerfer oder sowas skillen. Wird das wohl meinst sein? Ja, nämlich dann noch einen Tom, der uns die ganze Zeit in den Ohren gelegen hat, weil wir WoW grinden wollten und über Dungeons gemacht haben, anstatt zu questen. Ja, weil das viel schneller geht. Oh, da war eine Sniper. Ups. Hab die mal wieder hier hingeschmissen. Drei Werte, Herr Tom. Folgen mich. Ja, die bringen mich um, wenn ich hier einfach weiter. Wir rennen einfach weiter. Du kannst das sprinten, einfach weiterlaufen. Okay. Man kann sie töten, aber das ist auf Dauer wirklich nervig, wenn du immer wieder dieselben Viecher tötest, weil die immer wieder spawnen und immer wieder und das ändert sich ja nicht. Drück schon wieder hinter dir, schon wieder so ein Ding, guck. Da lagen gerade zwei Pistols rum. Der hat eine Sniper geniniert. Ja, das war, ich hab die da hingelegt. Braucht ihr zufällig Ladyfinger? Nein. Die macht aber guten Schaden. Ich flippe mal eine Schotte. Vielleicht eine anständige Waffe oder noch. Wollt, okay. Oh ne, behalte was, gibt Geld. Ja, die Sniper macht gerade mal den 3- bis 4-fachen Schaden. Ich bin so froh, dass die sich noch nicht sprengen, Alter. Mini-Psychos! Oh mein Gott. Ach, die hauen mich doch. Boah. Die erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Kommt ihr? Macht echt guten Schaden, die Sniper. Hm? Irgendwie. Ne, müsst ihr reinkommen, danach werden die auch. Ich finde den Eingang nicht. Der steht doch hier. Ja, nee, doch, irgendwie schon. Da ist gerade ein Schild gedroppt. Standard Healing Schild. Mit 60. Mit E kannst du, glaube ich, wenn du drüber gehst, vergleichen, ob es dann besser ist. Muss mal gucken. Ja, aber nur mit der ausgerüsteten Waffe, die du gerade trägst. Oh, ich brauche Munition, ne? Lalalala. Da gibt's auch geile Schilder. Aber Wayne. Ja, nee, kaufen lohnt sich ja wirklich am seltensten. Oh, oh, ich hab Skillpunkt. Level 5. Oh, jetzt geh ich. Jetzt geh ich ab, Alter. Jetzt geh ich ab. Bist du schon Level 5? Jetzt pass mal auf, wie der abfängt zu schreien. Wer ist der Power Ranger, Mann? Mach dich ab, Junge. Ich stehe hier nur hin mit meiner Gammelsniper. Ich bin immer noch, du schon Level 5 bist. Bin ich super gemorpht. Ja, ja, ohne Witz, wieso bist du schon Level 5? Wir weiß ich nicht. Des EP-Balkens. Ihr killt keine Mobs. Exploited. Ja, wir sind die, die Mobs killen. Nicht wirklich. Warte, müssen alle zusammen runter. Wir sind hingeblieben und wir haben die umgehauen. Jetzt geht's ab. So, achte auf den rechten Nippel, wie gesagt. Ist doch sowas. Ja, gucken die einfach mal an, wie der da hin und her wackelt, Mann. Hast du gesehen? Nippel nicht da, wo er hängen sollte. Ja, da hast du recht. Das regt mich schon ein bisschen auf. Los, geht ran, geht ran! Ja, war daneben. Und wenn die Hunde kommen, zuerst auf die Hunde gehen. Warte mal, mal schauen, ob ich seinen Kopf treffen kann. Das sehe ich nicht. Zuerst auf die Hunde, okay. Diese Finger und Faust. Das ist hinter der Wand verschwunden. Da ist er. Und jetzt kannst du auch Granaten werfen. Und jetzt boah, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Wie macht man Granaten? Welche Taste? G. Okay. Hilf mir! Natürlich solltest du sie auch in die Nähe der Gegner schmeißen. Ja. Hab ich versucht. Schwamm am Boden, schwamm am Boden. Kleiner Finger, was heißt der kleiner Finger? Heb mich auf. Wenn ich hinter mich halt eh gedrückt. Okay, Alter, scheiße. Oh, Alter. Schlagen mich. Ich bin Flo. So schlecht. Spring, spring! Ich hab's nicht. Doch, tust du. Du, wo ist der Dark Slayer? Hol dich, mein Freund, hol dich. Oh Gott, jetzt, oh Gott. Schieß drauf, Mann, vielleicht kannst du es noch schaffen, ihn zu töten. Nein! Versuch. Schieß einer drauf. Ja, ich versuch's. Ha, ich hab's geschafft. Heb mich auf. Ja, tu ich. Heb mich auf. Alter, heb mich zuerst auf. Ja, was muss ich drücken? E, gedrückt halten. Ja, tu ich. An dich dran gehen, an einen von uns dran gehen, dann E drücken. Tu ich, tu ich, tu ich, tu ich. So. Hilf mir. Tu ich. Ich bin dabei. Oh mein Gott. Free Balls wird uns hauen. Jetzt verprügel ich den. Ich mach den ich bin nicht down. Alter, deine HP. Die noch näher geht. Ich alles. Der haut mich, Mann. Geht's im Nahkampf mit meiner Sniper. Da solltest du nehmen. Ich bin der, den zu Klump hauen darf. Der Berserker. Du meinst. Bam. Bist du im Prinzip der, der später einfach nur hinten blöd rumsteht und. Gar nichts. So. Und ja, überlebt. Ja, doch, genau. Die Leute müssen. Wieso krieg ich dann eigentlich die Heilskills als Hunter? Wenn ich du kannst es skillen. Der Söldner ist eigentlich der, der die richtigen Heilskills bekommt. Der hat einen richtigen Cheater. Oh, eine schicke Sniper für dich. Ah ja. Schicke Sniper? Jo. Ja, damit. Zumindest. Mein jetziger ist schon gut. Ne, die ist gar nicht so gut. Wie meine jetzige. Die hat nur eine höhere. Was hat denn meine jetzige für eine Feuerrate? 0,4. Ja, die hat eine doppelt so hohe Feuerrate. Dann her damit.
und plus 200% kritischer Trefferschaden, wenn ich Headshots mache. Den Repeater braucht ihr, glaube ich, nicht. Nö, nö. Aber den nehme ich auch mal nicht mit. Nehme ich nur zum Verkaufen. Er war irgendwie etwas schwerer als sonst. So, Skillpunkt. Bloodwing. Also die Fertigkeit, den Bloodwing loszuschicken. Bloodwing hört sich noch viel zu gut an. Das ist so ein scheiß Falke, der keinen Schaden macht. Ja doch, auf Low Level macht der, glaube ich, noch Damage. Er one-shottet die Viecher, aber... Hey. Ja, ey. Du willst Duell machen. Ich will aber kein Duell mit dir machen. Alter, hast du ihn tot geprügelt? Alter, ich hab vergessen, meinen Bloodwing zu drücken. Ich glaube, ich hab mit meiner Sniper auch noch zu früh geschossen. Ich weiß, jetzt bin ich wieder ready, aber sonst mach ich gar nichts. Roger. Hey! Keine Ahnung. Ich muss wieder drauf, sonst geht das Ding nicht runter. Mit der Schwerkraft, die am Stacken ist. Das ist jetzt alles was? Was ist da passiert? Geil. Wer hat gegen dich gerannt? Gegen wen? Ich sehe nur den Facewalk im Hintergrund und immer kippt er um. Ja, ich bin an der Seite runtergefallen. Ja, aber sag mal, wieso bist du schon Level 5 so hoch? Ich weiß es nicht. Ich habe ja keinen XP-Boni, gar nichts. Vielleicht wird gesagt, weil ich die Mobs getötet habe, aber ich weiß nicht. Ja, haben wir ja auch gemacht. Ja, nee, aber ich vielleicht. Ich habe mehr getötet als du. Ich tue die Dinger, ja. Ihr nicht. Vielleicht ist es auch, wer mehr Damage drauf macht, so. Ich lauf mal zum Tor. Vielleicht sind Sirenen einfach OP. Nee, dann wäre er ja vor mir Level up gewesen. Ach ja, stimmt. Du bist ja der Fette. Ich bin der alles zu klump prügelt, wenn der er nicht... Power Ranger! Ey, das gefällt mir richtig. Boah, die Sniper ist voll schlecht. Das ist so richtig geil, ey. Das gefällt mir so richtig. Boah. Ich kann nicht einfach weiterrennen. Ich bin zu dumm dafür. Musst du mit der Zeit lernen zu werden. Ich tue immer automatisch den Blimpen Monster umkriegen. Der am Schreien ist, Alter! Wo bist du denn? Ach, da. So, ich versuche mich jetzt mal zusammenzureißen, einfach zu rennen. Wie gesagt, das bringt mittlerweile schon kaum noch was, weil die 5 Zünden wir eh gleich nochmal hin müssen. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier lang. Nee, wieder zurück. Da sprintet der los! Kann ich drücken. Kannst aber auch ein Arsch sein, das abbrechen. Wenn ich das vermisse, ich will das können. Wie gesagt, das kann dir noch sehr, sehr, sehr stressen, wenn du einfach ins Menü gehst. Wenn ihr das Ding drückt, dann bricht das direkt ab. Also wenn ich ins Menü gehe und... Wenn du Tab drückst und er will porten, geht's nicht. Und auch Import bricht's dann direkt ab. Mhm. Also könntest du damit die Leute sehr... Ich schau mal gerade die andere Sniper. Du kriegst, glaube ich, jetzt eine bei dem Typen, wenn die Quest abgehen. Was ist das gut, wenn du eine hohe Feuerrate oder eine niedrige Feuerrate hast? Je höher, desto schneller. Niedriger, desto langsamer. Also dann nehme ich die andere, die macht mehr Schaden. Und die hat eine bessere Feuerrate. Aber wenn die Feuerrate jetzt 0,5 bei der Sniper ist, kannst du quasi, sagen wir mal... einmal pro Sekunde schießen, sagen wir mal. Und wenn du jetzt eines hast, kannst du zweimal schießen. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber... Je höher das... Die alte rostige. Jo. Je höher die Feuerrate, desto besser ist es. Ja, weil da war ein grüner Pfeil nach oben mit Feuerrate. Da dachte ich, das schießt doppelt so schnell, aber die... So, ein Mist. Bei den Shotties ist es zum Beispiel eine Feuerrate von 0,7 und 1 ist da besser zum Beispiel. 0,6. Irgendwie so muss das... Okay. Ich hab keinen Plan. Ich bin grad ziemlich verwirrt. Ja, die ist weitaus besser. Ich kann schneller mit schießen. Jetzt muss man zu Zed zurückkehren. Dr. Zed. Ich hab 0 Munition noch. Nächstes Level. Halt dich tot, ich hau dich zu Klump. Ich verteile jetzt meinen Skillpunkt. Was soll ich denn Skill? Haut mich. Schurke. Revolverheld. Alter, nee, nicht Revolverheld. Jetzt hab ich Revolver benutze. Ich mach Scharfschütze. Scharf durch Sniper oder Genauigkeit? Oh, ich muss erst mal gucken. Meinst du, Genauigkeit ist besser oder? Mm. Oder Schaden erstens. Genauigkeit, dann triffst du wenigstens. Ja, ich denke auch mal, dass ich erstmal Genauigkeit rein. Was kann ich denn sonst noch machen? Zusätzliche Erfahrung gehört, wenn du deinen kritischen Treffer tötest. Ich glaube, ich skill erst mit den ersten beiden. Boah, ich kann so viel skillen. Warum seid ihr schon Level 6, ihr Schweine? Jetzt bist du nur noch der Einzige, der so weit unten ist. Ne, ich bin nicht weit unten. Das ist nicht wirklich nicht viel. Wenn man überlegt, dass ich jetzt schon 4 Balken habe oder 5. Granaten. Die bekommen?
feuern bei Explosion weitere Granaten ab. Ist ja cool. Hey, bist du der Typ, der alles umnietet, wenn man nicht bitte sagt? Das Catch a Ride per Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wäre schön, wenn du dich Ich finde die Sprüche so geil. Alter.